30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und hechtundbarsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Rückspiel im Halbfinale zwischen Landry Rosen und Jan Pusch. Jan Pusch führt zurzeit relativ deutlich. Er hat 4 Fische gefangen, Landry nur 2. Aber wir haben heute mindestens 9 Bruttoangelstunden vor uns. Sollte es einen Führungswechsel geben, wird das Ganze noch mal um eine Stunde erhöht. Und wir haben gestern schon ein bisschen orakelt, was Landry für eine Taktik fahren wird. Er hatte nämlich mal kurz in den Raum geworfen, dass er Poldern angeln gehen wird. Es sieht jetzt aber so aus, als hätte er seinen waghalsigen Plan doch über Bord geworfen und geht erstmal ein bisschen weniger Risiko. Das fragen wir ihn gleich selbst und die beiden Angler sind auch gleich am Spot und legen los. Schauen wir mal, was sie machen. Hier nochmal die harten Fakten zur Ausgangslage dieses Rückspiels. Der Mecklenburger Jan Pusch aus dem Finnwal-Team führt mit 3 Zandern und einem 43er Barsch. Der Belgier Landry Rosen hat bisher 2 Zander fangen können. Solange Landry zurückliegt, gibt er heute die Spots vor. Dabei hat er fast komplett freie Platzwahl. Einzig Angelstellen, die sein Gegner im Hinspiel ausgewählt hat, darf er heute nicht befischen. Es werden 9 Brutto-Angelstunden gefischt. Beim ersten Führungswechsel wird jedoch eine Stunde Angelzeit addiert, damit dem dann zurückliegenden Angler eine realistische Chance zum Konter bleibt. Alors, t'as changé tes plans? Oui, pendant la nuit. Je me suis dit que j'allais commencer par pêcher le brochet dans un endroit spécifique au brochet. Et finalement, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée parce que si Yann attrape un brochet, j'ai quasi aucune chance de remonter le score parce qu'avec la perche de 43, oui, je ne me sens pas capable d'attraper une perche aussi grosse. Et donc voilà, ma stratégie est de continuer à traquer les grosses perches en espérant en toucher une. Et j'irai peut-être sur des spots à brochet plus tard si j'en ai vraiment besoin pour clôturer la journée. Ok. En tout cas, Yann est devant, c'est une chose qui est sûre. Et c'est là, je vais devoir tout donner pour remonter cette qualif et ce passage de demi-finale. D'accord. Je suis motivé, je vais tout donner. Oui, moi je trouve pas, c'est pas impossible d'attraper une perche de la même taille que Yann avait attrapé, mais bien sûr c'est pas super facile, mais c'est pas impossible du tout. C'est pas impossible. Il y a plein ici. On est au Pays-Bas. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein aux Pays-Bas, mais je suis pas un pêcheur de perche et c'est mon poisson, en tout cas cette année. C'est mon poisson compliqué, donc oui, c'est vrai. Miser toute ma journée sur ce poisson-là, c'est peut-être pas la chose à faire. Je comprends. Also, Landry hat gerade so ein bisschen seine Taktik erklärt und möchte einen Barsch fangen. Allerdings glaubt er nicht unbedingt daran, dieselbe Größe erreichen zu können. Ich glaube, es würde ihm reichen, mit 30er Barsch in die Wertung bringen zu können, damit er einfach wieder in Schlagdistanz kommt, um dann am Ende Jan im Hechtangeln zu schlagen. Das scheint so ein bisschen seine Strategie zu sein. Deswegen wird jetzt hier erstmal auf Barsch geangelt. Landry hat ein Chatterbait montiert. Jan hat, glaube ich, ein Hardbait drauf. Ist das richtig? Ja, du fischst auch auf Barsch, nehme ich an. Ja, nu. Barsch und Pike. Also es ist, ich kenne den Spot halt nicht. Ich habe nur gesehen, was Landry drauf hat. Und er hat sich ein Chatterbait drauf gemacht. Ziemlich groß sogar. Das sieht mehr nach Pike aus. Aber gut, ein Barsch geht ja auch immer drauf. Und ich habe mich deshalb für einen zweiteiligen Wobbler entschieden, den ich extrem langsam führen kann. Und auch in der gleichen Farbe, ein bisschen aggressiver, weil das Wasser ist sehr dunkel. Ist immer das Problem, wenn man den Spot nicht kennt. Ja? Man muss immer sehen, was der Gegenüber macht. Und ich muss mich so ein bisschen anpassen und einfach nur zuschauen und lernen. Ja, das sieht echt hier ganz schön trüb aus, die Brühe. Aber ihr werdet schon bestimmt bald hier was rauspulen. Da bin ich optimistisch. Kann
Der Landry hat mir angeboten, seinen Kescher zu benutzen. Er hat den Freestyle-Kescher mit, 4 Meter lang, ausziehbar, teleskopierbar. Weil mein Kescher wahrscheinlich dort nicht reichen wird. Der Spot ist wahrscheinlich eine Spundwand, die ein bisschen höher ist. Aber das ist schon mal sehr, sehr fair, dass er das gemacht hat. Finde ich richtig klasse. Ici, on est sur un endroit spécial de pêche où on pêche assez haut. Donc, on va devoir utiliser une épuisette spéciale. Donc, je vais utiliser une épuisette du sponsor de Yann. J'espère qu'en pêchant avec le sponsor de Yann, je vais attraper plus de poissons. C'est une épuisette qui est comme ceci. On jette la corde et on descend l'épuisette, on met le poisson dedans et on la remonte. Ça nous permet de pêcher comme ça en hauteur. Alors Yann, il va utiliser la même épuisette. On va utiliser tous les deux cette épuisette-ci sur ce spot. Et espérons qu'on prenne plein de poissons et qu'on vous fasse des belles images. Gleich der erste Wurf und Hänge, das gibt's doch gar nicht. Aber ich konnte den Popeye retten. Ich bin schnell zur anderen Seite gelaufen. Ich kenne den Spot halt nicht, das ist das Problem. Also ich muss kurz abtasten, wo sind die Kanten hier, wo ist die Struktur. Und ja, da muss ich auch ein bisschen Risiko gehen. Ja. Wir sind am zweiten Spot des Tages. Es ist hier so ein Spundwandbereich hinter einer Schleuse. Sieht auf jeden Fall verdammt nach Barsch aus, aber auch Zander gibt es hier natürlich. Wir haben auch schon zwei leider Tote hier rumdümpeln sehen, eine auch in einer ziemlich stattlichen Größe. Ja, wir hoffen natürlich jetzt auch einen lebendigen bald sehen zu dürfen und zwar am besten im Kescher, einer unserer beiden Kontrahenten, damit wir auch den ersten Fisch dann auf der Matte haben und damit dann auch in der Wertung. Wahnsinn! Ist der reingetalkt, du? Jetzt ist die Frage, was ist es? Was ist es? Es kommt auch noch ein Schiff durch. Ein Zander. Schöner Zander. Den muss ich haben. Nicht so einfach. Jetzt kommt die Strömung auch noch dazu. Ganz schwer hier. Oh, so schwer. Jetzt kommt die Strömung, jetzt drückt die Strömung. Muss ich ein bisschen tiefer lassen, die Kescher. Dass er da irgendwie da übergeht. Aber er geht nicht dahin. Das gibt's doch nicht, Leute! Jetzt drückt die Strömung den Kescher weg, seht ihr das? Da ist so wenig Gewicht wohl drin. Ne? Ja, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Es gibt jetzt einen Trick, indem ich einmal nach vorne gehe. Aber jetzt hänge ich hier fest. Oh nein. Aufpassen, da ist das Dinger dran. Nein. Der ist gleich weg. Jetzt ist er weg. Jetzt versuche ich ihn reinzuziehen. Irgendwie, dass er irgendwie geht. Nee, noch nicht. Nein. Er hängt am Kescher fest. Kann nichts machen. Das ist so eine Strömung. Das Ding ist am Kescher fest, das gibt's doch gar nicht. Also jetzt kann ich ihn hochheben, Risiko. Ich muss ja irgendwas machen jetzt. Oh, das gibt's doch nicht, Leute, das kann doch nicht sein. Na komm. Yes. Ja! Wir haben ihn! Fast! Jetzt wird's spannend. Jetzt hänge ich hier unten fest, das kann doch nicht. Leute! Jawohl! Da ist er! Der Zander, der hat mir noch gefehlt hier! Das gibt's doch gar nicht! Ist das hier Wahnsinn beim YPC! Und ja, Wahnsinn! Wahnsinn!
den Popeye vollgenommen. Und was für ein spannender Drill, das gibt's doch überhaupt nicht. Voller Einsatz. Und gerade so. Leute, einfach nur mega. Ich bin glücklich. Wahnsinn. So, glänzt, ist nass. Kleinerer Zander, aber der bringt mir wieder wertvolle Punkte. Und so, ich würde sagen 52 hat er. Machen wir 52, alles gut. Ist ein bisschen drüber, 52 Zentimeter. Auch im Rückspiel geht der erste Fisch an Jan. Weitere 67,6 Punkte und es fehlt nur noch der Hecht zur Full Card. Was für ein Biss, was für ein Drill. Also das war ja atemberaubend. Und ich muss mich bei Lendry natürlich bedanken. Der hat gesagt, sein Spundbandkescher hier von Freestyle stellt er mir auch zur Verfügung. Und das ist sehr, sehr fair. Möchte ich ganz kurz anmerken. Er hat dir auch angeboten, beim Keschern zu helfen. Ja. Aber du hast gesagt, du findest das nicht so gut, weil wenn er dann am Ende irgendwie den Fisch verkeschern sollte oder andersrum, ja, jeder soll lieber für sich keschern, kann ja ich auch nachvollziehen. Nicht, dass die Zuschauer irgendwie denken, nein, der Sportskamerad war irgendwie zu faul, dir zu helfen. Nein. Er hätte geholfen, aber ich kann verstehen, jeder macht es für sich. Und das war ja, hast du ja gesehen, wie knapp das war. Ja, also ja, der Kescher, das ist der Kleine, ja, es gibt noch einen größeren, das ist der Kleine. Und da ist das selbst bei Somzander über 50 schon schwierig, den zu keschern, ne? Und ja, der, vor allem, wenn in der das Höhe. Dinger außen hängt. Das ist dann auch noch das. Aber ihr habt das gesehen, es hat alles funktioniert. Sorry, Mann. Petri. Sorry. No, it's not a problem, it's not a pike, so it's okay. That's it's not okay. A pike. Oh. Ja, Leute, ich habe gerade mit dem kleineren Popeye 10 cm gefangen, den Zander. Ich habe die Zander jetzt voll, ich habe einen schönen Barsch gefangen. Jetzt fehlt mir nur noch der Hecht, um die Karte voll zu machen. Deshalb jetzt nur noch größere Köder. Ich fische die gleiche Farbe natürlich, Popeye 12 cm, bisschen größer auf Hecht. Bisschen aggressiver auch und vielleicht kommt sogar noch ein Hecht raus. Das wäre natürlich mega. Okay, là pour le moment, je suis en train de pêcher en finesse. Je suis en train de pêcher contre le courant et j'ai un poisson. I need the net. It's another side here. Help me. Thanks. Yeah, because of camera. So, wir haben hier mutmaßlich einen Zander. Oh. Und der ist auch nicht so schlecht. Guter Zander. Die Pescher weg in extra Amazon. No. Er fischt ohne Stinger. Haken sieht aber so aus, als würde er gut sitzen. Und der Fisch ist im Kescher. Bien joué! Allez les Belges! J'ai changé pour le filet finesse! C'est ça? Ouais, j'étais juste en train de dire, d'expliquer que j'ai changé de technique pour passer en finesse. Ah là, ça c'est un beau cendre, ça, les gars. Ça, c'est un beau cendre. Il fait peut-être 60, là, ouais. Petri! Petri Heil! Dank! Comment on dit? Petri Dank! Dank! Vele Dank! Dat is een schoone zonder. Skun, schöner. Schöner, sorry. Das ist ein Skuna. Das ist ein Skuna. Schöner. Das ist ein schöner Zander. Total in. Je vais utiliser la pince parce qu'il l'a tellement coffré profond. Je vous le rappelle qu'elle est équipée de ça. Et ça, c'est flottant, les gars. Donc, si vous pêchez en flotte tube ou autre chose, c'est la pince que vous n'allez pas perdre. OK. Oh non, not 60. No. 57. 56. 57, non? No, 56. Ah, 56, oui. Et voilà, un beau cendre, mais il ne fait pas 60. Il est gros, par contre. Mais c'est déjà ça. On va continuer à matraquer ce spot. C'est le deuxième poisson du spot. Il y en a probablement encore d'autres à faire. On va le réaliser. Et on va le remettre à l'eau. Der Konter lässt nicht lange auf sich warten. Lendry verkürzt um 72,8 Punkte.
Bon, je voulais vous expliquer ma technique que j'allais utiliser et je vous ai directement montré qu'il y avait un cendre à la clé. Donc en fait ici, j'ai monté un filet finesse, donc c'est un leurre qui est typé finesse. Je le monte sur une tête jig parce que en fait ce spot est particulier, il y a une arrivée de courant et en fait les cendres sont postées et ils attendent que la nourriture leur arrive, un peu comme les truites en rivière. Et comme ils attendent que la nourriture arrive, les leurres finesse sont très très bons. Parce qu'en fait, on leur amène quelque chose de plutôt naturel qui frétille. Et ce n'est pas un chat, parce qu'un chat, c'est un poisson qui nage. Le finesse, c'est un poisson qui dérive. Et donc, quand il y a du courant, c'est justement ça que je voulais vous montrer, c'est que j'utilise un leurre finesse et je le pêche en remontant le courant, en descendant le courant. Et je simule une proie qui est en train de dévaler, qui vient de se faire massacrer dans le barrage et qui est en train de dévaler. Et c'est comme ça qu'on attrape des beaux poissons. Voilà, c'est un beau. Il manquait quand même quelques centimètres, mais c'est déjà un très beau poisson. Leute, kennt ihr das? Wenn die Fische beißen, dann ist man so nervös. Landrier hat gerade einen gefangen. Ein schöner Zander, freue ich mich auch für ihn, aber trotzdem muss ich mich anstrengen. Und die Fische beißen jetzt und ich habe hier diese Tüte. Oh, da wird man wahnsinnig. Da muss man echt die Nerven behalten. Und ganz cool das alles machen. Und nicht so hektisch. Aber irgendwie gelingt mir das heute nicht. Das macht aber auch heute Spaß. Charlie geht weiter, voll auf Hecht. Und wenn ein besserer Zander kommt, kann man ein Upgrade machen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Okay, alors pour les pêches du cendre et de la perche, comme on pêche assez lentement et qu'on pêche souvent sur les descents, donc c'est un peu des moments où le poisson a le temps d'analyser sa proie. Et dans cette technique-là, on utilise ça, c'est de l'attractant. On en met sur le leurre. Alors il existe des sprays. Il existe aussi des attractants comme celui-là qui sont plutôt sous forme de gel qu'on dépose dessus. Là, vous voyez, en fait, ça reste sur le leurre. Et c'est des attractants qui vont nous permettre de mieux pêcher. Donc, c'est-à-dire que quand on va pêcher lentement, on va avoir plus de touches. Généralement, on va avoir plus de touches et elles vont être de meilleure qualité. Donc là, vous avez vu la touche que j'ai prise juste avant. Il était coffré de chez coffré. Donc, il a bien aimé le filet finesse, mais il a aussi bien aimé l'odeur. Ich merke richtig, da muss irgendwo ein Seil unten dran, ein Stahlseil oder irgendwas. Ich merke richtig, das nachgibt. Oder ein Netz. Irgendwie. Das ist leider das Problem auf dem Ufer an. Kann es kurz anziehen? Ah, ich will die Ruder auch nicht durchbrechen. Das ist ein Albtraum hier. Okay, keine Chance. Das muss man einfach zumachen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Und einfach in die Richtung gehen und dann knallt es irgendwann. Nichts passiert. Nur der Köder ist abgerissen. Aber da, wo Hänger sind, sind eigentlich auch Fische. Auch wieder hier wieder mit der Stahlspitze. Dann Fluorocarbon 046 habe ich drauf. Stroft. Und jetzt am Wirbel dann anknoten. Mit einem normalen Grinnerknoten. Das hält eigentlich auch. Und wenn man Hänger kommt, dann reißt es wenigstens da. On est irgendwie en vorfach. Alors on essaie de faire la même, une petite explication, prendre un poisson. Non mais je crois pas là qu'on va le faire. Là je suis en train de pêcher au chat parce que regardez, il n'y a plus de courant. Donc en fait il y a des passages de bateaux, donc il y a du courant, puis plus de courant, courant, pas courant. Donc je vous ai expliqué juste avant la technique de pêche dans le courant avec des leurres finesse. Alors maintenant qu'il n'y a plus de courant, j'utilise un shad. Et là je le fais tout simplement monter au-dessus du fond. Je le laisse redescendre, donc je garde juste ma ligne tendue. Il va redescendre, il va retoucher le fond, je vais redécoller. Ça dépend un peu de votre moulinet, mais généralement on fait deux voire trois tours de manivelle et puis on attend. Si vous n'avez pas l'habitude de pêcher des cendres, vous n'avez qu'à essayer cette technique. Vous touchez le fond, vous donnez trois tours de manivelle, vous attendez, vous retouchez le fond, vous faites trois tours de manivelle, vous attendez et puis vous attendez la touche. Et généralement les touches descendent, c'est brusque et très violent. Ça, tenez bien votre canne quand vous pêchez comme ça. Also seine Strategie ist ganz klar, er bleibt hier auf dem Spot, versucht jetzt die Zander voll zu machen, versucht jetzt auch einen Barsch noch zu fangen. Und den wird er so schnell nicht verlassen, weil er weiß, hier gibt es keine Hechte. Und ich muss wirklich jetzt hier voll auf Hecht gehen. Mit ein bisschen Glück habe ich einen, wird allerdings sehr, sehr schwierig. Deswegen mal ein ganz anderer Köder jetzt, Lanka City, der ein bisschen noch mehr Action macht für Hecht, ein bisschen mehr flankt. Und vielleicht auch ja, einen Zander, einen großen Zander, also ansonsten. Habe ich keine Möglichkeiten mehr. Ich muss jetzt irgendwann ein Hecht fangen. Ja. Sonst wird es echt noch eng. Also das ist jetzt. Der Spot ist gut. Ich glaube, hier ist auch ein Barsch möglich. Deshalb brauche ich jetzt ein Hecht.
gibt's doch nicht, ey. Ich habe hier Hänger ohne Ende. Gerade gewechselt. Das gibt's nicht, du. Schon wieder fest. Das kann nicht wahr sein, ne? Fisch! Ha? Fisch! Big Pike, Big Pike! Wow. No, it's no Pike. I help you and I give you the net. Kleiner Zander. Nichts Großes. Take it on the net and I drop it. Aber immerhin Fisch. Yes. Yes, da ist er. Vielleicht ein Abgerät, mal gucken. Aber ich denke eher nicht. Wollen wir schauen. Fisch ist Fisch, ne? Hat kein Maß, kann gleich wieder zurück. Jawohl. Herrlich. Der soll noch ein bisschen größer werden. Und er soll mal seinen Bruder oder seine Schwester vorbeischicken. Ich brauche nämlich einen Hecht. No. No. I understand Hecht. So, no. Fisch! Boah. Ach, kleine Zander. Hängt nur am Stinger, nichts Großes. Jawohl! Ja, der könnte schon vielleicht Maß haben. Schwer zu sagen, nee, ist auch sehr klein. Naja. Scheint die Zander hier zu beißen. Jedenfalls die kleinen. Auf mein Popeye. Da freut man sich natürlich, ne? Wenn mal wieder ein Fisch kommt. Aber hat der Maß? Glaube nicht. Der ist zu klein. Auf jeden Fall hat er schon gut Beißkraft, dieser Kleine. Noch ein bisschen nass hier. Und hat kein Maß, muss sofort wieder zurück. Zu klein. So, der Spot hat auf jeden Fall Zander gebracht. Das Gute, kein Barsch. Das Schlechte, kein Hecht. Wir sind an Landrys dritter Stelle. Im Grunde haben wir nur die Schleusenseite gewechselt. Landry fischt jetzt hier von sehr weit oben auf Zander. Hat auch den entsprechenden Spundwandkescher, der ist lang genug. Jan ist ein bisschen weiter runtergelaufen in die Böschung und fischt dort jetzt flach auf Hecht mit einem Chatterbait. Und das ist noch in Ordnung, er ist nicht zu weit weg. Das kann man noch als selben Spot zählen. Also weiter darf er jetzt nicht weglaufen als da, wo er gerade ist, aber das ist noch in Ordnung. Alors, Landry, t'as pas prévu que Jan va peut-être pêcher brochet ici? Non, j'ai pas prévu ça, mais. Tu pensais que vous pêchez du cendre, ouais. Tous les deux. Mais maintenant, il essaye de pêcher un brochet. Ouais, il essaie d'attraper un brochet là dans la zone. C'est très propice en fait au brochet là. Bon, il y a juste le petit coin qui peut pêcher. Donc, alors, c'est pas peut-être un peu dangereux de rester ici De toute façon, si je dis de changer, il y a 15 minutes pour le changement. Oui. Et pendant 15 minutes, il aura pêché la zone là, donc le danger est déjà créé. D'accord, espérons qu'il ne touche pas de brochet. Les brochets n'étaient pas actifs hier, on l'a vu. Ils ne sont peut-être pas du tout aujourd'hui non plus. Voilà, moi, mon but, c'est d'attraper encore deux beaux cendres pour avoir une full carte cendre. Après, il me manquera la perche et le brochet. Et alors, il restera tout le reste de la journée. Ma stratégie est d'aller étape par étape,
Il a déjà des beaux centres, donc pour lui, attraper des centres, c'est pas du tout intéressant. Pour moi, ça le reste encore. Donc tant que c'est intéressant pour moi, je continue. C'est ça, exactement. Et après, ben, il faudra capturer une perche et un brochet. Mais d'abord, il faut attraper un centre. J'en ai trois, c'est déjà ça. Oui, oui, oui. Il m'en manque réellement un. Oui. Mais j'en ai un qui est petit, donc j'aimerais l'améliorer aussi. Mais lui aussi. Ouais. Lui aussi, il a un petit. Il a un petit, ouais. Mais tant mieux, parce que s'il pêche le brochet et qu'il se loupe, là, et que moi, je prends pendant ce temps-ci deux beaux cendres, je prends l'avantage sur le poisson cendre. Et après, on change de spot, quoi. On verra les résultats. Oui. Ja, also ich werfe jetzt hier alles so fächerförmig ab, um irgendwo vielleicht einen Hecht zu erwischen. Ich kenne den Spot, wie gesagt, selber nicht, keine Ahnung. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Verschiedene Köder probieren, flexibel fischen, das ist wichtig. Ich habe jetzt ein Shatterbait drauf und danach, also Hardbait hatte ich schon drauf, Shatterbait, und danach werde ich nochmal ein bisschen schicken. Ganz leicht vielleicht, 10 Gramm. Vielleicht beißt hier sogar ein Barsch, also Zander und Barsche müssen hier sein, sonst würde Landry hier nicht hingehen. Vielleicht kann ich nochmal ein Upgrade machen. Aber ein Hecht wäre mir echt lieber. Also Leute, ihr müsst mir weiterhin die Daumen drücken, dass ich hier einen Hecht fange. Alles probiert an diesem Spot hier, wirklich Softbaits, Hardbaits, geleiert, gejiggt, Metal Lewis, ASB. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Ich brauche noch einen Hecht. Ich muss weiter kämpfen, es ist echt hart. Aber das ist einfach auch ein bisschen Strategie von dem Belgier, weil klar, er muss jetzt die Zander machen, er muss einen Barsch fangen und dann wird er vielleicht auf Hecht angeln, vorher nicht. Weil er einfach Angst hatte, sich dann auch vor ihm Hecht fangen. Ja, alles Strategie hier beim YPC. So, wir wechseln jetzt nochmal die Stelle. Und ich habe mal gehorcht, was Landry machen will. Und er geht tatsächlich jetzt volles Risiko. 15 Minuten lang werden wir jetzt eine Hechtstelle anfischen. Er hofft, in diesen 15 Minuten einen zu fangen und Jan keinen, um sich da dann einen Vorteil erarbeiten zu können. Das kann natürlich mächtig in die Hose gehen. Es wird jetzt schon ein bisschen gezockt. Aber es ist halt ganz hier in der Nähe und er möchte auch keine Fahrzeit verlieren. Deswegen machen wir das jetzt fix und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Kurze Würfe, langsames Kurbeln, ultra geiles Angeln. Fisch! Heute bin ich mit einem neuen Produkt unterwegs, und zwar mit dem Lipjig. Eine Art Jigkopf mit Tauchschaufel. Dieser Lipjig verwandelt unseren Gummiköder in eine Art Wobbler. Fisch! Das ist der Übeltäter. Lipjig. Es macht so einen Bock. Also Leute, wenn ihr auch solche tollen Zander fangen wollt, sichert euch den Lipjig. Das Ding ist eine absolute Waffe. Du hast das perfekte Weihnachtsgeschenk für eine Anglerin oder einen Angler noch nicht gefunden? Ich habe gleich mehrere Ideen für dich. Bei den LMAB Weihnachtsboxen für Hecht, Barsch und Zander handelt es sich um sorgfältige Zusammenstellung von Ködern, Vorfachmaterial, Terminal Tackle und Accessoires, die perfekt auf den jeweiligen Zielfisch abgestimmt sind. In den Boxen befinden sich Produkte im Wert von 120 bis 130 Euro, erhältlich sind sie aber schon für 89,99 €. Und auch bei unseren Hecht und Barsch Weihnachtsgutscheinen bieten wir dir einen super Preisvorteil. Denn egal welchen der vier Gutscheinwerte du aussuchst, wir schenken dir jeweils 10% des Einkaufswertes. Links zu beiden Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem weiteren Teil der Folge und eine frohe Weihnachtszeit.
Ok, là on vient d'arriver sur un nouveau spot de pêche. Alors on va commencer la pêche et je vais tout de suite dire que je change de spot. Ça veut dire qu'il y a exactement 15 minutes de pêche sur cet endroit de pêche. C'est un endroit pour pêcher le brochet. Il a 15 minutes pour attraper son brochet pour faire sa full carte. S'il ne le fait pas et que j'en fais un, là par contre ça peut changer la donne. Donc on va voir si cette stratégie fonctionne. En tout cas, j'espère qu'on va faire du poisson. La chance n'est pas avec moi, les gars. Je viens de rater un brochet. Il n'était pas très gros, mais j'aurais validé mon point de surface. Il va pas revenir. Shit, shit, shit. Also, das ist schon eine sehr interessante Angelei. Also, die könnte mir echt gefallen. Also so vom Ufer und dann so versuchen, so den Hecht zu fangen hier in diesem flachen Gewässer. Das macht schon richtig Spaß. Und Angeln soll ja auch Spaß machen. Deswegen sind wir ja hier. Schön. Ok, on vient d'arriver sur encore un autre spot. On va jouer à ce petit jeu avec Yann. Je vais à chaque fois lui laisser 15 minutes de pêche sur chacun des spots. Moi, ça me permet de pêcher les meilleures zones que j'ai préfichées pendant l'entraînement. Lui, par contre, en 15 minutes, il a très peu de temps pour s'adapter. Et donc, bon, il est capable d'attraper un brochet, je ne dis pas le contraire, mais c'est plutôt compliqué pour lui. Et il doit être en état de stress. Good here, good pike. Yeah, it's pike again. Four spot, four time, 15 minutes. Here 15 minutes? Yeah. Okay. Wow, shit again, putain. Pike? Oh. Hat er einen Biss gehabt. Wir sind am zweiten Hechtspot. Ihr habt es gesehen, Landry hatte eine Topwater-Attacke, hatte er am vorherigen auch schon. Ich glaube, die hatten wir nicht so perfekt drauf. Diese müsste gut auf Kamera sichtbar gewesen sein. Und ja, er geht voll aufs Ganze. Er will unbedingt seinen Hecht fangen, aber es ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Jan kann den Hecht genauso fangen. Jetzt hat er, glaube ich, auf einen Gummifisch gewechselt, Landry erstmal. Fischt gerade nicht Topwater. Er hat wahrscheinlich ein bisschen Ärger jetzt, dass auf den Topwater-Köder die Fische nicht gehangen haben. Ist natürlich auch bei Topwater immer ein bisschen schwieriger, gerade wenn man mit solchen Fröschen fischt, die Haken so haben, dass der Fisch sie erst wegdrücken muss, beziehungsweise den Körper wegdrücken muss, um die Haken zum Greifen zu bringen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir jetzt gleich noch einen Hecht sehen. Ja, also hier sind wir an so einem Spot von ihm, wo es garantiert Hechte gibt. Er hatte auch schon einen Fehlbiss gehabt. Auf Topwater. Ich meine, Topwater bringt ja auch was. Das sind 20 extra Punkte. Macht er sehr gut. Ich habe jetzt einen Flapper immer noch dran, kein Topwater, um einfach, auch wenn ich einen Biss kriege, damit er auch sitzt. Weil Topwater hast du einfach Fehlbisse. Er geht volles Risiko. Und ich versuche mit dem Flapper jetzt hier zu fischen. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gebe ich Gas. Vraiment pas chanceux là. J'aurais pris ce brochet qui faisait entre 60 et 65 cm plus le bonus de top water, ça m'aurait fait 85 points.
et 85 points, franchement, je revenais vraiment dans la course parce que je prenais un poisson qu'il n'a pas, plus le poisson bonus. Ça aurait vraiment changé la donne. Et malheureusement, je ne suis pas chanceux parce que deux fois le brochet, il attrape ma frog et il ne se pique pas, quoi. Donc vraiment, là, je suis un peu maudit, là. Vraiment maudit, là. Lâchez plein de likes, des commentaires, faites tout ce que vous voulez, mais filez-moi de l'énergie, bordel, et de la chance. Wir machen hier richtig Strecke. Graben um Graben fischen wir hier ab. Und Landry gibt aktuell noch nicht den Eindruck, mit seinem Latein am Ende zu sein. Aber er braucht zwei Fische und das hat sich nicht geändert. Die zwei Topwater-Attacken waren zwar schön anzusehen, aber bringen ihm keine Punkte. Und deswegen muss langsam was Zählbares kommen, denn es sind nur noch knapp 2,5 Stunden Angelzeit in diesem Halbfinale. Oh. Zwei? Anana. Fisch! Fisch! Da ist er! Hier, guck dir das an, auf dem Chatterbait! Boah! Auf den Chatterbait, das ist ein Hecht. Das ist ein Pike. Das ist ein Hecht. No, it's a carp. It's a carp. Carp? No, oh. No, it's a hecht, I think. Sorry. Kommt der schon hoch? Muss man natürlich immer aufpassen. Geht er in die Seite rein? Oder doch, es ist kein Hecht. Nee, doch, Hecht. Ist ein Hecht. Doch, doch, ich habe mich schon erschrocken. No, 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 no. No, no, no. Oh, was für ein Sprung hier. Jawohl, wir haben ihn. Hier ist der Hecht. Nicht schlecht, der Hecht. Da ist er. Wahnsinn. Oh, auf Chatterbait. Von Sprung, Leute. Ich bin happy, ein Hecht. Kein Riese, aber im Wettkampf unwahrscheinlich wichtig. Und guckt euch das an, wie er den genommen hat hier. Voll reingehackt, den Hecht. Damit habe ich die Full Card beim YPC. Sehr geil. Voilà les gars, moi je suis vraiment le gros poisseux du jour. Ici c'est un spot où on fait un lancer, un poisson. On a fait un lancer, chacun. Bah, le poisson, c'est lui qui l'a pris. Donc du coup, moi, c'est la grosse poisse totale. Hein. Je voulais pas qu'il attrape un brochet. Et tu peux enlever... Ouais, je peux enlever ça. Hein. C'est bon, là, je suis une black man maintenant. Là, comment je suis dégoûté, les gars. Je rate deux brochets en surface. Je viens ici, c'est encore lui qui prend le brochet. Il y a des jours où ça pêche pas. Il y a des jours où ça va pas. Et je suis content d'être arrivé en demi-finale. La journée, elle n'est pas finie, mais là, il a fini le game. Allez, je vais continuer à pêcher pour le spectacle et je vais me donner à fond, mais je sais déjà que la fin, elle est finie là pour moi. Le score, il est fini. Lance-toi. Ah, herrlich. Das im Tournament. Also, das ist echt wichtig. Lena. Ja, ich kriege ihn nicht. Moment. Ich will ihn auch fair messen. 73. 73. Zack. Und er ist schon weg. Ha! Ich bin glücklich. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Aber noch ist das hier nicht gelaufen. Also es kann noch alles passieren beim Angeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Deshalb unterstützt mich weiter. Und ich muss weiter Gas geben. So knallhart kann Turnierangeln manchmal sein. Gleich dreimal schnappt ein Hecht nach Landrys Köder, doch er bleibt jeweils nicht hängen, während Jan seine erste Chance eiskalt nutzt. Mit diesem 73er Pike holt er sich die Full Card. I lost one? Yeah. I am not lucky today. But yeah, nice fishing. Yeah. Yeah, it's a nice spot. Landry sagte gerade zu mir, er hat, wo ich den Fisch gerade gemessen habe, auch einen Biss gehabt. Aber er war wieder nur kurz dran. Er hat heute nur Fehlbisse und sagt, das ist heute nicht sein Tag. Also er hat die Fische ja dran, aber irgendwie hängen die nicht. Das kann einfach mal passieren. Ja, aber im Wettkampf musst du halt die Fische rausholen. Ne? Das ist das.
Aber ansonsten ist das hier ein sehr, sehr guter Spot. Also muss ich wirklich sagen. Das hatte ich auch gleich vorher gesehen, so irgendwie. Ich habe das schon ein Gefühl gehabt mit der Strömung hier und so. Aber vielleicht macht er das jetzt noch. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Wieder? Two Weit? Times. Ah. Oh, look, look! Oh, fucking. I don't understand. I don't know if it's a pike or not this time. Ja, für Landry ist es jetzt natürlich so gelaufen, wie er es sich genau nicht gewünscht hat. Ich habe es heute mehrfach erwähnt, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und jetzt hat das Feuer zugeschlagen. Jan hat seine Full Card, er hat sein Hecht nicht. Er hat, glaube ich, 4 Anfasser gehabt. Man sieht auch Beißspuren auf dem Köder. Die haben nicht gehangen, trotz Shadow Rig System. Er geht jetzt rüber und hat gerade noch mal gesagt, ach, ich fange jetzt da drüben einfach 1,40 Meter auf Topwater und dann bin ich wieder im Rennen. Also so ganz hat er seine Hoffnung noch nicht aufgegeben, wobei das schon ein bisschen in Richtung Galgenhumor geht. Naja, es ist natürlich jetzt unwahrscheinlich schwer für ihn, aber natürlich nicht unmöglich. J'arrête la pêche. Er hat nur Pech, glaube ich, heute. Six time. Ja. Incredible. C'est incroyable, les gars. 6 fois raté, ce brochet. Et là, il est piqué. Je le combat, il se décroche encore, quoi. Incroyable. Ou alors il m'a coupé. C'est peut-être j'ai moins 20 points. Je sais pas. Je vais aller voir. C'est pas possible, quoi. Non, il m'a pas coupé. C'est difficile de continuer dans des conditions pareilles. En tout cas, le drunk bait, il marche bien. Hein. S'ils attaquent dessus. Bah, de toute façon, il était bien au bout de la ligne. Je suppose que c'est un brochet, mais. Et là, il était piqué. Hein. Non. On voit rien. On voit rien du tout. Voilà, je peux vous assurer qu'il était bien dessus. Hein. Aïe, 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 j'ai même pas eu. It's a new. Il take the head de lui. I am not lucky today. It's not my day. Yann! Can we try tomorrow to fishing? Today it's not my day. 7 strike, 0 fish. I don't understand. Oh, only one, take and the this hook. One here, can yeah. I see? Only can one, see? Take the hook. Hein? Oh no, it's yeah, it's on the head. Oh, no! Voll, boom! Auf hey, don't begin like me, hein? Oh. it's the same pike. Schöner Fisch. Der schöne Fisch ist rauf. Ich habe mir die Bosra gemacht in Rot-Weiß. Sowieso ein Lieblingsköder von mir dann in Holland bei den Wettkämpfen. Und da habe ich sofort einen Biss drauf gehabt. Erster Wurf, ich krieg da drauf einen Biss. Ich glaube es nicht. Ah!
Weil er zu Chance lui. Ja, Leute, der Landry läuft vor und ich laufe hinterher. Ich sehe das, ich habe zwei Routen mit, weil ich nicht genau wusste, ich kenne den Spot nicht, vielleicht Barsche, wie auch immer. Ich könnte den Barsch vielleicht noch, den Zander rausdrücken, den Barsch vielleicht noch verbessern. Er hat gerade einen Biss gehabt, glaube ich sogar. Also da sind irgendwo Fische, deswegen, ich kämpfe mich hier, aber ich muss Gas geben, Gas geben. Ja, ihr seht das, wir wechseln uns hier immer ab mit den Laufen. Einer vor, ein paar Würfe, dann wieder, ja, ist Landry wieder vor. Deswegen, ich muss immer ein bisschen schneller laufen, ein paar Würfe machen und dann holt er mich auch schon wieder ein. Zurück. Ist das ein Frog? Ja, yeah, it's a Frog. Sprung? Vom Sprung? No, it's a Booyah. Ah, okay. Booyah. It's a USA brand. Wow. You have a paddle. Yes. It's perfect. Turn. Nice lure. Yeah, you can change the form of the paddle. Wow, wow, wow. Yeah. Okay. Komm, time is fish. Time is fish. Komm. Im Finale 2021 des YouTube Creator Cup. Jan Pusch, danke, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig. Danke. Landry, félicitations. Bien pêché. Bien pêché, ouais. Pas trop de chance, mais. Pas de chance, C'était pas ton jour aujourd'hui, mais t'as bien fait. C'est la pêche, hein? Oui, c'est la pêche. It's fishing, hein? Jan! Dick, Petri! Petri, danke. Petri, danke. Du bist ein guter Fischerman. And this day is nothing. No, I think I am not lucky today. Yeah. But yes, it's fishing. Sometimes you win, sometimes you lose. And yeah, you do perfect job. Full cart. Full cart. Big perch big during the tempest. Yes. A pike on my spot. Yeah. You yeah. do the job. Mm-hmm. I don't yeah. do the job, so yeah. Dicke Petri. Petri, danke. And good luck for final. Danke. Ja, Leute, das war das erste Halbfinale des YouTube Predator Cup 2021. Jan Pusch mit einer bärenstarken Leistung, muss man sagen, letztlich sehr verdient weitergekommen. C'était pas ton jour. Non. Viele Fehlattacken, Aussteiger kamen dazu. Wer weiß, ob es nochmal spannend geworden wäre, wenn Landry sein Hecht bekommen hätte. Dann hätte man nochmal vielleicht ein bisschen Zeit gehabt, auch noch auf Barsch zu angeln. So war es dann. Doch relativ eindeutig am Ende. Full card. Dans un tournoi de Hecht und Barsch.de, il faut un Hecht et un Barsch pour gagner. Man braucht natürlich im Turnier von Hecht und Barsch.de ein Hecht und ein Barsch, um weiterzukommen. So wird es leider nicht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht gebt einen Tipp ab, wer Jan Puschs Gegner sein wird im Finale, Dustin Schöne oder Patrick Marable, wir wissen es selber noch nicht. Beide schwer. Beide schwer, so. Beide schwer. Und ja, und dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein, wenn wir genau die beiden Kontrahenten gegeneinander angeln sehen werden. Macht's gut und haut rein.